Hey Leute, hier ist Sebastian. Das ist das Follow-up-Video zu unserer Homelab-Challenge zum springenden Ball. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, schaut euch das Video dazu an, wo wir euch zu der Challenge aufgefordert haben. Hier kommen jetzt einfach ein paar Erklärungen dazu. Als erstes möchte ich erklären, wie dieses Experiment eigentlich funktioniert. Also wie VFox die Höhe von dem springenden Ball berechnet. Ich werde dazu auch ein, zwei Formeln hinschreiben, keine Sorge, das sind einerseits Formeln, sag ich mal, aus der Schule. Ich werde es aber auch so erklären, dass man es auch ohne die Formeln verstehen kann. Was wir gemacht haben im Experiment ist, wir lassen einen Ball fallen, der tippt auf, er tippt nochmal auf, tippt nochmal auf, er tippt halt immer schneller auf, so wie man es auch erwartet. Wenn wir das jetzt zeitlich auftragen, also unsere Zeit läuft nach rechts und wir starten, also wir haben natürlich auf der Achse dann die Höhe und bei irgendeiner Höhe H0 lassen wir den Ball fallen. Dann zeitlich gesehen fällt er runter, tippt aber auf, tippt nicht mehr ganz so hoch, tippt nochmal auf, springt nochmal höher oder eben nicht höher, ne, tippt nochmal auf und springt nochmal und so weiter und so fort. Was VFox jetzt macht, ist die Zeitintervalle berechnen zwischen den Aufprallen. Also das ist im Grunde dasselbe Prinzip wie bei der akustischen Stoppuhr. Ich weiß nicht, ob es einer in VFox da auch noch kennt. Da gibt es einfach ein Werkzeug, was zwischen zwei lauten Geräuschen die Zeit misst, auch zwischen mehreren Geräuschen. Das heißt, was wir bekommen haben, ist dieses Zeitintervall, ich nenne es mal Delta T1, das Zeitintervall T2 und dieses Zeitintervall Delta T3. Das sind jetzt einfach nur Namen. Ne? Also Delta, nicht wundern, heißt einfach nur Differenz. Und was wir daraus berechnen können, sehr einfach, ist diese Höhe. Denn was wir hier haben, ist, oder wir nehmen jetzt erstmal an, dass das ein rein freier Fall wäre. Und ein freier Fall beschleunigt immer mit derselben Beschleunigung, das ist die Erdbeschleunigung. Also auf der Erde beschleunigt alles mit 9,81 Metern pro Quadratsekunde. Zumindest wenn es jetzt im Vakuum wäre oder wenn man jetzt den Luftwiderstand vernachlässigen kann. Das heißt also ein realer Tischtennisball oder gerade ein Luftballon. Ja, ein Luftballon sieht man ja, fällt langsamer. Das liegt aber einfach daran, dass die Luft den Luftballon abbremst. Wenn wir jetzt eine schwere Kugel haben, wie in unserem Video eine Metallkugel oder man einen Golfball benutzt hätte, einen schweren Fußball, zumindest wenn er nicht zu schnell wird, spielt der Luftwiderstand keine so große Rolle und dann können wir davon ausgehen, dass die Objekte mit 9,81 Meter pro Quadratsekunde beschleunigen. Und was wir dann jetzt sagen können, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir gucken uns diesen Startpunkt hier an, also aus dieser Höhe, wir nennen die jetzt H1, würde der Ball nach unten fallen, wie lange braucht er dafür? Naja, da gibt es eben eine Formel für, oder beziehungsweise erstmal überhaupt eine Formel für eine beschleunigte Bewegung, ist S von T ist gleich 1/2 AT Quadrat plus eine Anfangsgeschwindigkeit mal t plus irgendeine Anfangsstrecke. So, hinten die beiden ignorieren wir jetzt. Wir gucken uns einfach erstmal diesen Punkt an. Ja, also den Punkt, wenn er im höchsten Punkt ist, ist der Punkt, wo der Ball umkehrt. Also für einen kurzen Moment bewegt der Ball gar nicht, bevor er wieder runterfällt. Ne? Erst hat er eine Geschwindigkeit nach oben, dann wird er langsamer, irgendwann bleibt er stehen, ganz kurz. Der Punkt ist halt unendlich kurz eigentlich, an dem er stehen bleibt. Ja, aber kurz hat er die Geschwindigkeit 0. Und dann fängt er wieder an zu fallen. Und an der Stelle setzen wir unser S0 und unser V0 an. Das heißt, eigentlich die beiden Terme können wir ignorieren. Was wir übrig haben, ist, dass von hier aus jetzt gesehen, also hier wird jetzt unser S von T, eine Strecke zurückgelegt wird mit der Zeit und die wächst quadratisch mit der Zeit an. Und das wäre halt, ich stelle gerade fest, ich habe hier auch Farben, die könnte ich auch benutzen. Wenn wir jetzt erstmal die Hälfte der Strecke nur betrachten, würden wir wissen, okay, unsere Höhe H1 ist 1/2 mal a, ja, jetzt müssen wir haben t Quadrat. Was ist denn jetzt t Quadrat? T Quadrat ist jetzt eben dieses Zeitintervall. Also Delta T1 halbe. Ja, also das heißt, hier wissen wir Delta T1 durch 2, das Ganze zum Quadrat, ist die Strecke, die wir da zurückgelegt haben. Und das heißt also, einfach aus dem Zeitintervall können wir die Höhe H1 berechnen. Dasselbe gilt auch für den zweiten Teil. Ja, also die Höhe H2 können wir aus Delta T2 berechnen, die Höhe H3 können wir aus Delta T3 berechnen und so weiter, H4 und so weiter und so fort. Und das sind die Höhen, die VFox einem auch direkt dazu ausgibt. Ja, also die Höhe H1, H2, H3 und H4, das sind einfach die Höhen zwischen den einzelnen Aufprallpunkten. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist mit der Höhe vorne, H0?
Wie kommen wir da dran? Das Problem ist hier nämlich, das wird zwar genauso gelten, ja, also von diesem höchsten Punkt würde Delta T0, wenn es hier sowas gäbe, ja, weil das Ding hier jetzt Delta, also der obere von beiden, den Delta T0 halbe nennen würden, kein Problem, aber die haben wir nicht messen können, weil es gab halt hier vorne keinen ersten Aufprall. Ja? Also man könnte es natürlich machen, wenn man jetzt sagt, okay, statt den Ball von oben fallen zu lassen, hauen wir den kräftig auf den Boden, damit wir ein Startgeräusch haben und dann springt der Ball. So haben wir es aber nicht gemacht. Deswegen ist die Frage, wie kommen wir an dieses H0? Und da machen wir uns die Energieerhaltung zunutze. Das heißt, wir sagen, okay, wir kennen eigentlich auch die Energie an diesem Zeitpunkt, an diesem höchsten Punkt H1. Das ist nämlich einfach die potenzielle Energie, die Energie der Lage. Ja, je höher ein Objekt ist, desto mehr potenzielle Energie hat es aufgenommen in der Zeit. Deswegen geht die Geschwindigkeit auch runter, weil eben da an der Stelle keine kinetische Energie mehr vorhanden ist. Das heißt, die Energie hier an der Stelle, E pot, ja, nennen wir es mal 1, ist M mal G mal H. 1. Also das heißt, es hängt von der Erdbeschleunigung ab. Auf derselben Höhe auf dem Mond hat das Objekt weniger Energie. Aber klar, der Mond hat sich nicht so sehr dagegen gewehrt, etwas hochzuheben. Es hängt von der Masse vom Objekt ab. Je schwerer das Objekt ist, desto mehr Energie muss man reinstecken, um es auf diese Höhe zu bringen. Und es hängt eben von der Höhe ab. Und das können wir auch für jeden Punkt machen. Also wir kennen E-Pod 1, wir kennen E-Pod 2. Das ist halt eben M mal G mal H2. Und für H3 können wir es genauso machen und so weiter. So, was haben wir jetzt davon? Wie kommen wir jetzt an H0? Naja, für H0 können wir erstmal dasselbe ja auch behaupten. Wir können sagen, okay, E-Pod 0 ist M mal G mal H0. H0 wollen wir wissen, H0 haben wir noch nicht. Und wir brauchen also jetzt einfach eine Idee, wie wir aus den E-Pod 1, E-Pod 2 und vielleicht noch E-Pod 3 und so weiter auf E-Pod 0 kommen. Weil wenn wir E-Pod 0 haben, dann haben wir die Höhe 0. Und da müssen wir eine kleine Annahme reinstecken. Also 100% werden wir es nicht wissen, aber wir können einen kleinen Tipp abgeben. Und zwar, wenn wir uns einfach die Verhältnisse angucken. Wenn wir sagen, okay, die Energie, die der Ball hier verloren hat, also wenn der Ball hier aufprallt, verliert er denselben Anteil der Energie, wie wenn er hier aufprallt. Ja, also sagen wir mal zum Beispiel, also vollkommen fiktive Zahlen, der Ball käme hier mit 100 Joule als Energie noch an und nach dem Aufprall hat er noch 80 Joule. Ja. Die 20 Joule gehen nicht verloren, die sind in Wärme gegangen, die haben den Boden deformiert, den Ball deformiert, irgendwas in der Art. Dann würde er halt hier mit 80 Joule rauskommen und wenn er hier mit 80 Joule ankommt, würde man sagen, okay, er hat jetzt gerade 20% verloren. Er verliert jetzt wieder 20%, also eben ja, 20% von den 80 Joule wären dann eben nochmal 16 Joule, die verloren gehen. Das heißt, hier würde er dann 64 Joule noch haben. Ja, das hat diese Annahme, dass er bei jedem Aufprall denselben Anteil der Energie verliert. Und wenn wir diese Annahme reinstecken, können wir auch sagen, hier verliert er wahrscheinlich auch denselben Anteil. Das heißt, was wir sagen ist, die potenzielle Energie an der Stelle 0, als Verhältnis zur potenziellen Energie an der Stelle 1. Also ne, wir sagen jetzt wirklich die Energie, die der, machen wir eine andere Farbe rein, die er an diesem höchsten Punkt hat, gegenüber dem höchsten Punkt, hat jetzt das gleiche Verhältnis wie die potenzielle Energie an dem Punkt zu der potenziellen Energie an dem Punkt. Also E-Pod 1 zu E-Pod 2. Und das ist nichts anderes als, wir können ja unsere Formel einsetzen, M mal G mal H0 durch M mal G mal H1 ist gleich M mal G H1 durch M mal G H2. Hier können wir jetzt die ganzen M's und G's rauskürzen. Das heißt, was wir da noch haben, ist H0 zu H1 ist gleich H1 zu H2. Also, ne, also das Verhältnis von der Höhe 0 zur Höhe 1 ist dasselbe wie das Verhältnis von der Höhe 1 zur Höhe 2. Und das bedeutet, wir können einfach H0 berechnen als, jetzt bringen wir das H1 auf die andere Seite, H1 Quadrat durch H2. Und H1 und H2 wiederum berechnen wir aus Delta T1 und Delta T2 nach dieser Formel hier. Klingt jetzt relativ kompliziert. Aber das ist das, was VFOX intern letztendlich macht. Deswegen braucht VFOX auch tatsächlich drei Aufpraller, um auf die erste Höhe zu kommen. Ja, also erster Aufprall, jetzt haben wir noch für Farben, machen wieder rot. Hier ist der erste Aufprall, da ist der zweite Aufprall, dadurch bekommt er erst Delta T1. Und mit dem dritten Aufprall hier hinten bekommen wir Delta T2. Das heißt, wir brauchen drei Aufpralle, um auf die Höhe H1 und H2 zu schließen. Und das Verhältnis von H1 zu H2, nehmen wir dann an, ist dasselbe Verhältnis wie H0 zu H1. Und so kommen wir an die ursprüngliche Höhe. So,
Und damit gucken wir uns jetzt mal ein paar von den Experimenten an, mit dem Wissen, um mal zu gucken, wo denn da vielleicht auch Probleme sind und wie gut das funktioniert. Das erste, was wir uns dazu angucken, ist das Experiment aus dem Video, was ich gepostet habe. Weil das, wenn man genau aufgepasst hat, gar nicht so gut geklappt hat. Man sieht in der nur in der deutschen Version des Videos, in der englischen Version des Videos habe ich die Energien gar nicht so schnell gezeigt, sondern hatte direkt weiter Gewicht, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe, dass das interessant sein könnte. Man sieht aber in der deutschen Version, dass ich die Kugel von 50 cm fallen lasse und VFox sagt einem, dass wir von 45 cm fallen lassen. Ja, wenn wir uns die Energien angucken, nämlich im kleinen Wischer, den wir da, also bei meiner Wischerei durch das Bild einmal da kurz anhalten, sagt einem VFox genau diesen Anteil, wie viel Energie erhalten geblieben ist. Also sagt nicht, wie viel verloren gegangen ist, sondern wie viel erhalten geblieben ist. Die kleinere von den beiden Zahlen. Und zwar nämlich 46%, 53% und 59%. Also steigt halt immer an, je härter der Ball aufprallt. Das heißt also, wenn der Ball schwach aufprallt, behält er mehr Energie. Und das ist tatsächlich ein in der Regel also ein typischer Effekt für so einen aufprallenden Ball. Wenn er mit einer höheren Geschwindigkeit aufprallt, ist der Anteil der Energie, die er verliert, etwas größer. Deswegen neigt VFox dazu, die Höhe etwas zu unterschätzen. Ja, weil er nämlich tatsächlich bei diesem ersten, also wir vermuten ja, dass bei diesem ersten Aufprall genauso viel Energie erhalten geblieben ist, wie bei dem Aufprall. Wenn der aber letztendlich bei dem späteren Aufprall mehr Energie erhalten hat, als er hier wirklich erhalten hat, würden wir zurückschließen, dass die Höhe ursprünglich kleiner war. Wir dachten, okay, mehr von der Energie, die wir hier noch sehen, muss ja in der Energie schon drin gewesen sein. Und entsprechend unterschätzt VFox fast immer die Höhe ein klein wenig, abhängig davon, wie sehr das bei dem Ball eine Rolle spielt, dass der bei härteren Aufprallen mehr Energie schon verloren hat. Und das sieht man auch bei den Videos von unseren Nutzern. Also dann jetzt das erste Video, was wir über YouTube, ich glaube auch noch parallel über Facebook erhalten haben, vom guten Antibottom. Ja, schau mal kurz rein. So, und was man da sieht, dieses Experiment hat hervorragend geklappt, weil diese Murmel, glaube ich, was er da hat, hervorragend auf dem Stein springt, den er dafür das Experiment benutzt hat. Also dieser Aufprall auf so einem harten Stein, also harter Stein ist super für so diese Art von Experimenten. Da gibt es kaum Deformation im Stein, da geht keine Energie verloren, der Ball springt durchgängig mit 90% erhaltener Energie durch die Gegend, auch wirklich sehr konstant, also fast immer dasselbe, und da funktioniert das Experiment entsprechend hervorragend. Ähnlich auch bei einem anderen User, von dem wir über Twitter ein Video erhalten haben. Da zeige ich erst das zweite Video, was er gezeigt hat. Hier haben wir durchgängig Aufpraller von 66% bis 72%, also auch relativ konstant. Wir haben jetzt keinen guten Referenzwert, um zu sehen, ob der Wert funktioniert hat, aber ich glaube, die Abschätzung von VFox dürfte hier relativ gut gewesen sein. Ja. Also beide User haben es wesentlich schöner hinbekommen als ich, weil hier meine Schreibtischplatte wahrscheinlich doch relativ gut nachgegeben hat, wenn die harte Stahlkugel drauf gestoßen ist. Ja, deswegen bei mir eine größere Abweichung als bei den beiden. Der User hat uns noch ein Video geschickt, wo ich auch noch eine Sache ansprechen möchte. Und dann sind wir eigentlich durch für dieses Video. Also einmal kurz mal eins von draußen angucken. Hier haben wir jetzt nur drei Aufpraller gehabt, aber das reicht so gerade, um eben auf die Höhe 0 zu schließen. Und was hier interessant ist eigentlich noch, ist die Tatsache, dass er den Ball nicht hat fallen lassen, weil ich rede ja die ganze Zeit davon, dass wir die Anfangshöhe, aus der wir es fallen lassen haben, betrachten können, sondern er hat den Ball hochgeworfen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sagt uns unser H0 dann? Naja, aber das ist relativ einfach, denn, jetzt gucken wir nochmal in unsere Skizze, was er gemacht hat, ist ab irgendeiner Höhe, also ja, hier steht dann unser Twitter-User, und er wirft den Ball hier in die Höhe. Das heißt, der Ball macht seine Parabel aufwärts. Und wir
argumentieren ja einfach mit dem Verhältnis der potenziellen Energien. Und letztendlich, was H0 ist, ist dann auch hier einfach nur die Höhe am höchsten Punkt. Ist natürlich dann schwer zu vergleichen mit einem Zollstock, den man daneben hält oder irgendwas Ähnlichem, was natürlich irgendwo in der Luft dann stattfindet. Aber letztendlich kann man die Methode auch wunderbar benutzen, um herauszufinden, wie hoch habe ich den Ball letztendlich werfen können. Denn wir erhalten tatsächlich genau genommen nicht die Höhe, aus der wir es fallen lassen, sondern höchsten Punkt auf der Fallkurve, die wir haben. Würden wir jetzt hingehen und sagen, wir schmeißen den Ball gezielt auf den Boden, also ne, unser, mach mal eine andere Farbe, unser User würde hier stehen und den Ball hier runter pfeffern, dann wäre H0 kein Wert, den der Ball tatsächlich angenommen hat, sondern H0 wäre die Höhe, aus welcher der Ball hätte fallen lassen müssen, aus der man den Ball hätte fallen lassen, damit er an der Stelle, wo ja, der User den runtergeknallt hat, dieselbe Geschwindigkeit gehabt hätte. Ja, also das so als kleines Detail an der Stelle. H0 ist letztendlich einfach wirklich die Höhe, die der Energie entspricht, die in den Ball reingesteckt wurde. So, das war jetzt etwas mathematischer, als ich gehofft habe. Also diese Follow-ups sind ja wirklich eher so dafür da, um da in das Tiefe einzusteigen. Ich hoffe, für die meisten war es interessant. Die anderen habe ich an dem Punkt vielleicht auch schon verloren. Ansonsten gibt es morgen die nächste Challenge. Ich hoffe, da auch wieder rege Beteiligung zu sehen. Bis dahin, wir sehen uns.